Im Bezirk Bruck an der Leitha gibt es an einer Schule und an einem Kindergarten positive Coronavirus-Tests. Eine Lehrerin der neuen Mittelschule, Grammat Neusiedl, ist ebenso betroffen wie eine Betreuerin in einem Kindergarten in Ebergassing. Beide Frauen befinden sich nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig vom Freitag in Quarantäne. Ebenfalls in Heimquarantäne befinden sich jene Personen, die mit der Lehrerin bzw. der Betreuerin Kontakt hatten. In der neuen Mittelschule sollen am Montag Screening-Tests durchgeführt werden. Der betroffene Kindergarten in Ebergassing wird am Freitag vorübergehend geschlossen, teilt Bürgermeister Roman Stachelberger mit. Der Kindergarten ist derzeit geschlossen, und wenn wir dann am Ende des Tages ein Ergebnis haben, und das erwarte ich heute oder morgen, spätestens übermorgen, und dann wird entschieden, wie weiter verfahren wird. Ist natürlich alles abhängig von den Ergebnissen, die am Ende des Tages zu Buche stehen.